Hallo und herzlich willkommen heute mit einem neuen Toy Review von Perceptor, der Reveal the Shield Line. Reveal the Shield wurde zwar von Hasbro als neu verkauft, allerdings ist es nichts Neues. Wer die Generation 1 Line kennt, weiß, dass die Figuren alle früher mit holographischen Stickern versehen wurden, wie wir auch quasi hier sehen. Das heißt, durch Wärme werden quasi die Autobot- oder Decepticon-Symbole freigelegt und ja, ihr erkennt dann quasi, welcher Fraktion diese Figur angehört. Ist hier jetzt quasi neu aufgelegt worden, finde ich super, leider aber auch wieder bei den nachfolgenden Figuren abgeschafft worden. Mal sehen, vielleicht bringt es ja was und Hasbro wird das demnächst wieder einführen. Die Figur selbst wird hier als, ja, als Schneefahrzeug, wie auch immer, dargestellt. Das heißt, ein Jeep, vorne mit ganz normalen Rädern und hinten mit, ja, mit einer Kettenraupe mit inbegriffen und oben drei Scheinwerfern. Die Figur selbst ist in einem Rot gehalten. Hinten mit dem Kennzeichen MR51409. Hinten die Scheiben sind alle in einem Grauton gehalten. Die Lampen sind in einem Rotton gehalten. Vorne die Lampen sind mit durchsichtigem Plastik versehen. Und die Scheiben vorne sind auch in durchsichtigem Gelb gehalten. Ebenso die Lampen. Die Figur zeigt unten nur die Arme des Robotermodus. Ja, und an der Seite dann sieht man noch die Drehräder, die er an den Armen hat. Diese Drehräder sind eigentlich nur, ja, wie soll ich sagen, eine Hommage an den alten Perceptor. Perceptor hatte früher quasi die alternative Form eines Mikroskops und das waren die, ja, die Räder zum Scharfstellen quasi. Die hat er natürlich in der Roboterform hier behalten. Wir sehen hier die Verpackung. Perceptor in seiner Roboterform oben mit seinem Blaster, den er auf den Schultern hat, soll quasi ja, das Teil des Mikroskops zeigen, wie es früher dann natürlich auch in der Generation 1 Version auf seinen Schultern eben gesessen hat. Ja, die Figur an sich gefällt mir sehr im Fahrzeugmodus. Ja, ist eigentlich kaum was auszusetzen. Das Einzige, was mir nicht ganz so gefällt, ist, dass ihr seht, hier kleine Schlitze frei sind, hier ebenso. Das heißt, die Türen greifen nicht wirklich gut. Ich weiß nicht, ob es an meiner Version liegt oder ob es bei allen der Fall ist. Gefällt mir jetzt nicht so. Allerdings macht das jetzt keinen Abzug anhand der Punktewertung. Die Figur gefällt mir jetzt von Fahrzeugmodus sehr. Würde ich volle Punktzahl geben, 9 von 10 Punkten. Alleine von den Details, die sie hier natürlich in den Kettenraupen haben, sehr gut gemacht. Die Verwandlung ist relativ simpel. Einmal hinten die Türen hochklappen. Dann werden quasi hinten die Füße erstmal freigelegt. So, dann einmal hier die Türen vorne lösen von der Motorhaube. So. Genau. Dann einmal die Arme rausdrehen. So. Dann die Beine splitten. Und bevor wir jetzt zum eigentlichen Robotermodus kommen, mir fällt gerade etwas ein. Dazu mache ich unten die Teile wieder zu erstmal. Ich zeige euch jetzt mal den inoffiziellen Modus des Mikroskops. Das heißt, ihr klappt einfach hier vorne den Brustkorb auf. So. Dann dreht ihr die Haube, also die Scheibe erstmal nach hinten. Dreht das nach oben. Löst erstmal hier die Arme voneinander. Dann dreht ihr die Räder einmal herum. So. Hier ebenso. So. Dreht einmal die Arme komplett herum. So. Dann dreht ihr die Arme so. Wenn ich mich jetzt nicht irre, das müsste ich gerade mal selbst austesten. So. Dreht
dieses ganze Teil einmal so herum. Dreht die Arme einmal in diese Position. Moment, das klappt irgendwie gerade nicht so, wie es sein sollte. So. Irgendwie möchte es heute nicht. Ich muss gerade mal gucken, was mache ich falsch. Ah, ich weiß schon, was ich falsch mache. Okay. So, den Torso muss ich ja... Gut, so geht's. So, und so habt ihr quasi... Ja, man mag es nur unschwer erkennen, aber der Mikroskopmodus. Hier vorne mit der Auflage für die... Gläser mit den Proben, oben drauf das Mikro oder besagt das, ja, das Untersuchungsgerät, hier außen zum Drehen die Räder. Ihr könnt natürlich auch das alles einmal ausklappen. Na. Und einmal komplett rumdrehen. Könnt ihr machen, müsst ihr natürlich nicht. So, und dann habt ihr auch so diesen Untersuchungstisch quasi. Ja, das ist jetzt eigentlich der inoffizielle inoffizielle Mikroskopmodus. Aber egal. Kommen wir jetzt erstmal vom Automodus zum Robotermodus. Das zeige ich euch jetzt noch einmal ganz genau. So, wir waren jetzt dabei, dass die Beine, wie gesagt, einmal rumgeklappt wurden und die Arme auch. So, das heißt, die Arme, wie gesagt, einmal hier rumdrehen, so, dass die Räder nach innen zeigen. So, erst einmal. Dann die Beine sind ganz simpel von der Verwandlung her. Ihr habt hier hinten, wie gesagt, den Oberschenkel drin, den zieht ihr einmal komplett heraus. So, dann werden die Knie sichtbar, dann dreht ihr die Knie nach oben. Das gleiche hier noch einmal. Ihr dreht das so rum. So. Unten den Torso einmal befestigen. Die Beine könnt ihr ruhig schon runterklappen. So, vorhin waren wir stehen geblieben, dass die Teile nach oben geklappt sind. Diese Teile klappt ihr jetzt einmal komplett rum. Ihr habt dann hier diese kleinen Packs und hier habt ihr eine kleine Öffnung. Die werden dann ineinander gesteckt, bis es knackt. Anschließend dreht ihr die Füße nach außen. Dreht sie nach vorne rum. So. Dann löst ihr einmal die Schneeketten. So. Dreht sie einmal so rum. Schiebt sie einmal nach unten. Hier ebenso. Anschließend dreht ihr sie nach innen, bis es knackt. So. Und die Türen schiebt ihr jetzt nach innen. Die sind nämlich hier vorne fest. Ich zeige euch das nochmal so. Nach innen. Hier unten ist ein kleiner Pack. Den löst ihr quasi, indem ihr es nach unten schiebt. Schiebt jetzt einmal die Türen nach vorne. Und jetzt habt ihr hier zwei Packs in dem blauen Plastik. Habt ihr hier zwei Arme und die verbindet jetzt ganz einfach miteinander. Und schon ist die Tür verstaut. Das gleiche macht ihr hier ebenso. So. Dann sind die Beine schon einmal fertig. Weiter geht's jetzt mit den Armen. Die Arme sind ganz einfach zu verwandeln. Vorher drehen wir allerdings erstmal diese Waffe komplett nach außen. Ganz wichtig. Wenn ihr es nicht macht,
beschädigt er die Figur. Der Kopf, und das ist jetzt kompliziert an dieser Figur. Diese Figur hat hier vorne einen kleinen Stift. Den seht ihr hier. Der Kopf selbst ist hier auf einem weißen Schlitten drauf und dieser weiße Schlitten hat hier eine Öffnung. Jetzt ist die Kunst, diesen Schlitten nach oben zu befördern und diesen Pin hier vorne mit diesem zu verbinden. Wenn ihr es nicht macht, klappt die Transformation nicht richtig. So, das heißt, ihr müsst jetzt, wie gesagt, das nach oben schieben. Das heißt, ihr seht, der Kopf kommt schon zum Vorschein. Und jetzt müsst ihr das miteinander verbinden. Nicht so einfach, wie gesagt. Das heißt, ihr müsst genau in der richtigen Position haben, dass dieser Stift sich damit verbinden kann. So, und jetzt ist er fest. Jetzt hält es auch und geht nicht mehr ganz runter. So, der Kopf ist zum Vorschein gekommen. Jetzt müsst ihr noch die Motorhaube befestigen. Das heißt, ihr dreht das einmal rum. Ich zoome mal kurz raus. So, dreht es rum, dreht es nach vorne. So. Drückt, wie gesagt, hinten einmal die Motorhaube fest. Dreht die Arme so nach vorne, dass die hier ineinander greifen. Und dreht einfach die Arme herunter und dreht die Hände gerade. Das gleiche hier. So und so. Jetzt könnt ihr hinten diese Lichter einfach noch die Waffe einmal rumklappen. Hinten das öffnen und miteinander verbinden. Und die Waffe nach außen schieben. Jetzt habt ihr hier noch ein kleines Zielvisier. Das könnt ihr nach oben klappen. Und schon ist Perceptor fertig verwandelt. Und das war's auch schon. Perceptor selbst ist eine sehr schöne G1-Hommage an den alten Generation 1 Perceptor. Wie gesagt, sie haben diesmal einen Fahrzeugmodus gewählt und kein Mikroskop. Finde ich ganz sinnvoll. Und man kann halt durch kleine Tüfteleien und Umbauten natürlich auch noch den Mikroskopmodus so ungefähr wieder hinstellen. Ist natürlich nicht so schön wie ein richtiges Mikroskop, was es darstellen soll, aber besser als gar nichts. Die Figur an sich hat vorne einen silbernen Brustkorb, ein gelbes Plastikvisier hier vorne drin, was sehr schade ist, denn auf der Verpackung sehen wir, eigentlich hat sie ein rotes Visier vorne drin. Ist leider hier nicht der Fall. Sehr enttäuschend leider, aber ja. So, und zu dem Gimmick, was ich euch vorhin gesagt habe. Diese Figur hat, wie gesagt, vorne dieses Display, das klappt ihr auf. Und schon habt ihr, ihr seht hier schon das Autobot-Symbol. Normalerweise, wenn ihr hier drauf drückt, seht ihr, leuchtet dieses Symbol und wird langsam wieder dunkel. Das ist ein ganz normales, wärmeaktives Panel, was auch teilweise für Thermo, Thermo, Folien quasi benutzt wird, die auch zum Messen von Fieber benutzt werden. Wie gesagt, einmal drauf und ihr seht, umso länger ihr es draufhaltet, umso mehr ins Blau geht und dann wieder ins Braun und zurück. Ja, die Figur an sich hat, wie soll ich sagen, ich muss gerade mal selbst gucken, hat eigentlich, das finde ich jetzt das Merkwürdige, hat eigentlich hinten eine Leitpipe-Funktion, aber die Augen sind bemalt, gelb. Bei mir ist jetzt das Problem, das muss ich beheben, das sehe ich jetzt gerade erst an meiner Figur. Die Augen sind leider innen drin hereingedrückt in den Kopf, die muss ich erst wieder ein bisschen rausholen. Sollte aber allerdings kein Problem sein. Die Waffe selbst ist in einem chromartigen Plastik gehalten, das heißt einfach silber besprüht. Ansonsten rot-schwarz, oben natürlich auch mit einem Rad zum Scharfstellen. Die Arme haben wie gesagt diese Räder, die könnt ihr abnehmen, komplett.
Und einmal drehbare Hände. Ein doppeltes Gelenk für die Ellenbogen. Drehbar. Ganz normale Beingelenke. Knie. Und hier unten auf einem Kugelgelenk dann die Füße. Die Füße sind auch in einem Rot gehalten. Die Fahrzeugteile, wie zum Beispiel die Ketten, die passen im Robotermodus sich perfekt hinten an. Gefällt mir auch sehr. Lässt sich alles gut verstauen. Die Beine wirken zwar sehr massig, allerdings sieht die Figur an sich sehr stimmig aus. Klar, man merkt, wenn man die Figur so hinstellt, die Beine sind sehr dick in dem Sinne und breit und was weiß ich. Allerdings ist Perceptor auch eher weniger der Kämpfer, sondern eher der Scientist, der dann wirklich auch dafür sorgt, dass quasi die Autobots wieder instand gesetzt werden. Er untersucht sie und arbeitet natürlich mit Ratchet im Team zusammen, um die Diagnosen am besten zu stellen. Die Figur wird ansonsten, wie gesagt, in einem Rot-Grün gehalten mit mehreren silbernen Komponenten und gelben Scheiben. Die Figur, ja, hat im Robotermodus 7 von 10 Punkten verdient. Grund dafür ist, dass die Figur von der Beweglichkeit her sehr eingeschränkt ist. Wenn man die Arme zu sehr bewegt, dann löst sich leider hinten die Motorhaube des Fahrzeugmodus aus. Und wie ihr schon seht, er ist sehr back-heavy, das heißt also sehr rückenlastig. Das heißt, sie steht relativ schlecht. Die Waffe stört mich auch leider ein bisschen, dass man sie nicht abnehmen kann, ihm zum Beispiel in die Hand geben kann. Das hätte mehr gefallen. Deswegen auch noch ein Punktabzug. Und der Kopf ist leider auf keinem Kugelgelenk, was ich finde auch nochmal sehr schade ist. Mit der Zeit wird sich mit Sicherheit die Farbe vom Plastik abnutzen. Finde ich auch nicht so schön. Ansonsten Fahrzeugmodus, wie gesagt, die genannten Punkte, 9 von 10 bis 10 von 10. Robotermodus, ja, 7 von 10. Alles in allem würde ich sagen, Mittelmaß 8,5 Punkte von 10 maximal. Aufgerundet, ja, gut, okay, könnte man 9 von 10 Punkten geben. Die Figur an sich ist sehr schön. Finde ich, sollte in jeder Sammlung hinein. Allerdings ist sie kein Muss. Wenn man das alte Team zusammen kaufen möchte, sollte man es tun. Dafür lohnt sich die Figur. Allerdings gibt es mittlerweile von einem Drittanbieter auch eine ähnliche Figur, die allerdings deutlich beweglicher ist und auch natürlich wieder in den Mikroskopmodus verwandelt werden kann und zudem in einen Panzermodus, was ich eigentlich auch sehr schön finde. Ja, wie immer am Ende meiner Reviews, Fragen, Kritiken bitte in die Kommentare. Und ansonsten sehen wir uns bei unserem nächsten Toy Review. So viel dazu. Ich wünsche euch was. Euer Rexford.